So, Soundcheck. Ich bin Andreas, meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen, Lesen und wenn ich groß bin, möchte ich mal Tierärztin werden. So, okay. Ja, fangen wir an. Wie fangen wir denn an? Das ist eine gute Frage. Ja. Wir fangen an mit... Hallo, liebe Simson-Freunde. Ja, hallo, liebe Simson-Freunde. Immer so, ne? Ja, hallo, liebe Simson-Freunde. Moin. Moin. Sehr gut. So, heute ist der Hannes hier und der Marcel und ja, die beiden sind richtig gierig auf Simson fahren. Du musst ja, glaube ich, noch ein ganz bisschen warten, ne? Du wirst ja erst im nächsten Sommer 15. Genau. Und du hast es ja bald geschafft, ne? Ja, im Winter ist es soweit und dann geht's los. Und der Hannes, der hat nämlich die Maschine von dem Marco gekauft, von unserem Marco. Und Marco hat sich entschieden, die Maschine zu verkaufen. Er fährt kaum noch damit und das Ding steht ja jetzt auch schon 2 Jahre rum. Wir zeigen euch mal ganz kurz Detailaufnahmen, wie das Ding aussieht, wie wir das Ding aus der Garage gezogen haben. Und dann machen wir weiter. So Hannes, dann müssen wir ja noch so ein bisschen was umbauen. Ne? Die stand ja jetzt so lange. Das heißt, wir gucken auf jeden Fall mal das Getriebeöl nach, ob da irgendwo ein bisschen Wasser drin ist. Oder willst du das machen? Lieber nicht. Ja, ihr werdet das beide natürlich machen. Ich mach das nicht. Ich filme dann. Oder Alex filmt, keine Ahnung. Ja? Und wer Simson fährt, der muss auch selber Schrauben fahren. Ja, so langsam, irgendwie muss das, ja. Ja, genau. So langsam müsste da rangeführt werden. Und der Marco hat da ja auch noch einen Zylinder drauf, und zwar ein LT60 Reso. Das ist natürlich ein relativ schneller Zylinder, der für so einen 15-Jährigen vielleicht ein bisschen zu schnell ist am Anfang. Ja, das könnte man so meinen. Genau. Und du hast ja gesagt, du willst auch erstmal original fahren. Ja. Und wenn man einen Führerschein hat, dann sollte man das vielleicht auch nicht aufs Spiel setzen. Ne? Irgendwann will man ja auch nochmal Auto fahren. Und wir nehmen auf jeden Fall den Zylinder runter. Wir bauen da einen komplett originalen drauf. Das heißt, du hast auch einen Bing-Vergaser drauf. Der ist auch relativ gut. Der hat zwar nicht ganz so viel Leistung wie der BVF-Vergaser, aber der Bing-Vergaser ist ein Vergaser, der springt unheimlich gut an. Ja? Hat ein gutes Abstimmverhalten, der lässt sich unheimlich gut abstimmen und fährt eigentlich sehr, sehr gut. Also solltest du vielleicht sogar drauf lassen. Ja. Und dann machen wir dir da einen originalen Allmod-Zylinder drauf, also einen originalen MZA-Nachbauzylinder. Der hat dann auch wirklich nur 3,6 PS. Ja, ja, und dann, wenn du Glück hast, läuft er 70. Ja? Und wenn du Pech hast, läuft er 58. Dann überholt dich Marcel mit dem Fahrrad dann. Ja? Okay. Also, genau. Das machen wir jetzt auf jeden Fall, aber vorher, Hannes, würde ich sagen, nimmst du die Karre noch mal eine Woche mit nach Hause. Für euch nur ein kurzer Moment, Hannes ist gleich wieder da mit der Maschine, weil so in dem Zustand können wir nicht schrauben, ne? Die muss ja erstmal ein bisschen sauber werden. Genau. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bist du auch wieder mit dabei? Bestimmt. Das ist gut, dann bis gleich. So, also Hannes ist wieder da, die Woche ist vergangen, für euch war es nur ein ganz kurzer Moment und ja, Alex ist heute noch mit dabei und... Ja, Hannes hat geputzt. Alex, du kannst ja mal zeigen, ob das auch was geworden ist oder ob er es nur versucht hat. Ja, aber ich glaube, er hat sich bemüht und sieht wirklich ordentlich aus, ne? Kann man nicht meckern. Ja, wie lange hast du geputzt? Ja, ich habe 3-mal geputzt und dann immer so eine Stunde. 3-mal geputzt? Ja, in den ersten Tag und dann nochmal nach so einer halben Woche und jetzt gestern Abend nochmal. Okay, was sind denn eigentlich eure Hobbys? Du bist doch so ein Gamer, ne? Oder nicht? Ich spiele auch Basketball. Basketball? Ja. Okay, die Größe hast du ja. Und du? Träger fahren? Ja, Träger und ja, ich schraube ja auch viel an den Fahrrädern und sowas. Oder an so einem Catcar mit Motor haben wir jetzt auch. Und sonst spiele ich noch Tischtennis. Und ja. Reiten, Schwimmen, Lesen. Ja, nee, genau. Reiten nicht mehr. Okay, so, dann heben wir jetzt erstmal die Karre auf den Tisch. Wollt ihr das machen? Oder? Aber der Hannes hat sich ja mal ganz blöde den Arm gebrochen, ne? So richtig schön mit Narbe.
Und ja, hier könnt ihr mal gucken. Also das sieht gar nicht so gut aus. Wie ist das passiert mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad einmal nach links weggekippt. Ja, und dann, also da muss ich halt mithelfen. Ja? Hannes ist noch nicht so richtig betriebsfähig. Ja? Wir heben das Ding jetzt erstmal drauf und dann legen wir los. Ne? Na los. Wollt ihr beide vorne und dann gehe ich nach hinten? Oder? Also ich hätte ja den Ständer angeklappt, ne? Ja, deswegen höher. So, da hast du dir aber gerade... Aber so brauchen wir den Ständer nicht mehr runterklappen, alles gut. Hast du dir aber gerade Arbeit gemacht. Ja, ganz genau. Genau, perfekt. So, du hast auch Rampen, hast du gesagt, ne? Ja. Warum hast du den noch nicht mitgebracht? Gute Frage. Bewegung. So, Prost, Alex. Ja, heute Prost. Schon wieder so warm. Die Kinder wollten übrigens nichts zu trinken. Ich habe gefragt, ob sie ein Bier wollen sie nicht. Ja, auch keine Brause? Nee. Okay. So, Alex, dann legen wir los. Ich würde sagen, Marcel kümmert sich mal darum, dass der alte Sprit rauskommt. Und du bist handwerklich so ein bisschen begabt. Zylinder runterschrauben geht? Schaffe ich. Okay, dann helfe ich mit. Ich mache mal den Krümmer lose. Und dann kriegen wir das hier alles in den Griff. Ja, also. Du weißt es ja noch gar nicht, Alex, da ist ja noch der LT60 Reso drauf von Marco. Und den will Hannes natürlich nicht fahren, beziehungsweise hat der Vater da auch was gegen. Und deswegen wird das jetzt alles auf Original umgebaut, ja? Also normal Standard Allmod-Zylinder und NZA-Kolben. Ich habe den Kolben auch noch mal ein bisschen nachgearbeitet, damit der nicht festgeht, weil ich weiß ja nicht, wie er dann hier die ersten Meter auf einem Rad... ne? So. Und Marcel, hast du dir jetzt auch schon eine ausgesucht im Internet, oder? Noch nicht. Noch nicht? Aber kommt, oder wie? Ja. Was soll es denn sein, eine Schwalbe? Nee, wahrscheinlich auch eine S51. S51, okay. Ja, kann man ja auch echt gut dran schrauben an den Dingern, ne? Boah. Marco, der Krümmer ist dreckig. So. Und ich bin auch mal gespannt, Alex, wie der LT60 Reso aussieht. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie viel ist Marco damit gefahren. Vielleicht, achso, die war ja ganz 911 neu. 911 war das. 911 haben wir jetzt abgeholt. 911. Okay, dann hast du also 5 Kilometer geschoben, ja? Ja. Okay. Oder hast du die Tachowelle abgeschraubt? Einmal hin und zurück sind ja schon ein paar Kilometer. Ja, das stimmt. 911. Ja, da ist er 911 Kilometer mit dem LT60 Reso gefahren. Da bin ich ja mal gespannt, wie der aussieht. Marcel, du könntest schon mal, wenn du willst, ihr sollt ja auch ein bisschen was lernen. Wir wollen ja nicht hier alles für euch machen. Na, Alex, die Jungs müssen auch selber wissen, wie es geht, damit sie sich dann auch den LT85 Evo später alleine aufbauen können. Ne? So. Okay, dann können wir nämlich hier schon mal, das können wir mal hier rübernehmen ein bisschen. Und dann kannst du nämlich schon mal das Öl ablassen. Ganz einfach, mit dem Ringschlüssel. Machst du die Schrauben los hier und dann läuft das Öl dann auch schon raus aus dem Motor. Aber du hast auch schon an Treckern und so, schraubst du auch rum, ne? Ja, mit meinem Onkel schraube ich, machen wir da öfter mal irgendwas dran. Oder jetzt haben wir uns auch so einen Motor und ein Fahrrad gebaut und dies und das. Ach, diese amerikanischen Motoren. Ja, genau, Motoren. Diese 100-Euro-Motoren, die man sich da bei Amazon kaufen kann. Kennst du die, Alex? Nee. Das sind so Motoren, die kannst du in den Rahmen vom Fahrrad reinbauen. Ne? Die haben so einen komischen gebogenen Auspuff, ne? Ja, genau, der so... Spottbillig und, so, und was für ein Mischungsverhältnis? 1:16. Ja? Das ist quasi ordentlich. Das ist schön, genau. Was haben wir für Antrieben? Riemen oder auch an die Kette wirklich? Kette. Da baut man hinten an eine andere Seite, wo normalerweise, also nicht ans normale Kettenrad, baut man an eine andere Seite noch so ein Kettenrad durch in die Speichen rein. Und dann kommt da die Kette drauf und läuft in der Spitze 45. Weißt du Bescheid? Ja. Das klingt auf jeden Fall lustig. Ja, ist es auch. Wir können euch ja mal ein Bild einblenden kurz. Wir suchen das mal raus. Oh ja, Alex. Das ist eine gute Idee. Ja, dann kriegt der Alex auch keine Langeweile hier. Das gibt's doch gar nicht. Zeig ich mal. Guck mal, dann nimmst du den Schlüssel einfach, ne? Steckst den drauf. So, und dann haust du hier einmal so biegen. Zack. Und dann ist Hose. Jetzt kannst du sie schon mit der Hand drehen. So. Hast du alle gelöst, die Schrauben? Ja, ja. Guck mal, dann kannst du die Knarre einfach abmachen und dann kannst du nur drehen. Dann geht's ein bisschen flotter. Und dann nehmen wir noch den Vergaser runter.
Willst du denn den Bing-Vergaser weiterfahren? Ja, würde ich sagen. Den gut, Alex, ne? Hatte ich vor. Kann man nicht meckern. Auf jeden Fall. Aber den gucken wir gleich nochmal durch. Und, läuft das? Ja. Perfekt. Guck mal, so schlecht sieht das Öl gar nicht aus, ne? Auf jeden Fall ist kein Wasser drin, das ist schon mal viel wert. So, dann kannst du, wenn du willst, diese Gummimuffe hier mal rausziehen. Und dann können wir nämlich auch schon den Vergaser rausnehmen. Und, zeig mal, wie er aussieht. Jo. Jo. So wie immer, ne, Alex? Gut. So, dann darfst du jetzt den Zylinder ziehen, wenn du möchtest. Ach nee, Moment, wir müssen erst noch den Vergaser rausmachen. Genau. Hast du die Muffe ab? Das ist beim Bing-Vergaser auch echt immer so ein bisschen schwierig hier. So, guck mal. Nimmst du sie raus? Genau, und dann können wir nämlich einfach den Vergaser jetzt nach hinten runterschieben. Ja. Und dann kann der Zylinder runter. So. Okay, dann darfst du ihn jetzt runterziehen. Jawohl. Und, wie sieht er aus? Oh. Perfekt, würde ich sagen. Guck mal, Alex. Sehr gut. Keine Riefen, kein Klemmer. Nö. Nee. Sieht eigentlich gut aus, ne? Andere Seite nochmal. Da ist nichts. Gar nichts. Ja, hättest du noch weiterfahren können. Ja. Leider nicht erlaubt, Alex. So, okay, achso. Hier, also Marcel, du kannst mal den Imbusschlüssel nehmen, diesen. Und dann drehst du mal die beiden Schrauben lose, weil dieses Teil brauchen wir gleich nochmal. Ne? Und lass mich nicht fallen, der ist selten mittlerweile, ne, Alex? Meistens nicht lieferbar. So, okay, dann nehmen wir den Kolben raus. Siehst du, Sprengling-Zange wieder vergessen. Doch, einen Teil vergessen, ja. So, jetzt Lappen. Nehmen wir, ja genau, gib mir mal den Lappen bitte, den, wo ist denn der? Irgendwo liegt der Lappen, genau. Wenn ihr das mal machen solltet und, ja. Also wir können das ja, eigentlich machen wir es auch immer ohne, ne? Aber eigentlich sollte man es machen, wenn man hier arbeitet, hier sind ja so kleine Sprengringe drin. Ja. Siehst du die, so Sicherungsringe? Ja. Und wenn die natürlich in den Motor reinfallen, blöd, hat man ein Problem, ne? Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal kurz die Dichtung runter, die können wir auch kaputt reißen einfach, das ist egal, da kommt jetzt gleich eine neue drauf. Und dann machen wir da erstmal ein Tuch rein. Jetzt pass auf, dass nichts von der Dichtung da reinfällt. Genau. Und dann kann nämlich nichts mehr passieren, ne? Weil ab und an rutschen die dann doch mal ab, mhm, und fallen dann da rein. Und dann kannst du den ganzen Motor spalten oder bist einen halben Tag dabei und suchst diese Dinger da mit einer Pinzette wieder raus oder so. So. Schütteln, schütteln, schütteln. Schütteln, schütteln. So. Einmal. So, willst du den zweiten Mal versuchen? Ja, ich könnte es ja probieren. Mit der Zange lösen und dann schön zusammendrücken und dann kannst du ihn rausziehen. Hast du? Ja, perfekt. Guck mal, der ist schneller als ich, du. So, gib mir mal den Kolbenbolzenausdrücker. Genau. Funktionieren die Augen noch. Das ist richtig. Jetzt drücken wir den Bolzen raus. Und jetzt müssen wir mal aufpassen. Genau, den kannst du jetzt abziehen. Und hier sind jetzt Anlaufscheiben drin. Anlaufscheiben, die Kurbelwelle quasi führen, weil bei der Simson wird hier die Kurbelwelle über den Kolben geführt. Mhm. Und diese Anlaufscheiben, die fallen nämlich auch gern mal in den Motor. Siehst du, da ist eine und hier ist auch noch eine. Ne? Und die müssen wir nachher dann auch wieder reinsetzen. So, Kolben. Hat ein bisschen durchgepfiffen, ne? Aber ansonsten. Ja, erstaunlich. Sieht ein bisschen. Hat er jetzt komisch aus in der. Nö, eigentlich nicht. Naja. Also ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr beim LT60 Reso auch schon mal so ein Bild gehabt habt. Aber so ein bisschen hat er vorbeigedrückt, ne? So, hast abgemacht. Dann kannst du das Teil abnehmen. Und kannst das schon mal dann auf den neuen Zylinder aufschrauben. So. Zieh. Das ist schon fest. So, Alex, den Kolben, den haben wir ihm noch mal ein bisschen nachgearbeitet, wie man sieht, im oberen Bereich, weil es dieser Standard MZA-Kolben ist und die neigen ja so ein bisschen bei nicht lange genug Einfahren zum Klemmen, ne? Oder wenn man sie gleich heiß, wenn sie noch nicht heiß sind, getreten werden, ne? Also das sollte funktionieren. So. Okay, Marcel, also hier kannst du das, was denn, geht nicht ab? Ich bin jetzt fest. Warte mal. Kommst du mal rum, Alex?
Wir müssen mal was kontrollieren. Komm mal rum. Daran kann es nicht liegen. Warum geht das nicht ab? Weiß ich nicht. Komm, machen wir das mal zusammen. Versuch es mal so ein bisschen zu als würdest du es abbiegen wollen. Klebt die Dichtung? Ja, die klebt. So, was machen wir denn, wenn es nicht geht? Hammer. Nehmen wir uns ein kleines Hilfsmittel. Ne? So. Mit dem Drehmomentschlüssel? Ja, schon fertig. Boah, hier, diese Seriendichtung hier. Gut eingebacken, ne? Da machen wir mal neue dran, würde ich sagen. War das eine doppelte? So dick war das eine doppelte? Ja, hatten wir damals gemacht, wegen, weil wir keinen Isolierplan schaffen. So, ich hole mal zwei neue und dann... Obwohl, beim Originalen reicht ja auch eine, ne, Alex? So, alles original. Dann kriegst du auch eine originale Dichtung hier. Da ist sie. Bitteschön. Okay. Dann kann Marcel das mal wieder zusammenbauen. So, Alex, dann machen wir weiter, ne? Also Nadellager, würde ich sagen, ist noch gut. Marcel, du kannst ja schon mal die Ölablassschraube mal sauber machen. Ja, ich kann dir mal zeigen kurz. Ja, zeig mal, genau. Ein kleiner Staub ist da dran, ne? Ja. Bisschen Späne dran, ne? Ja, keine großen Brocken. Alle Getriebezähne also, noch da. Das sieht gut aus, das können wir wieder nehmen. So. Und dann kümmere ich mich schon mal um den Kolbeneinbau jetzt. Ist die Dichtung sauber abgegangen? Nee, da wollte ich noch mal hier unten so kleine Stellen von diesen LT60 Reso-Dichtungen, die kriegst du immer ganz schlecht ab. Klebt's immer. Einmal. So. Sieht gut aus. So, wo ist die neue? Da ist er. Die können wir schon mal auflegen, ne? Der Hannes baut jetzt noch mal ganz kurz den Vergaser raus. Den gucken wir uns dann auch noch mal an. Dann fährt den sauber. Ja, dauert ein bisschen. Geht ja schnell. Alex, was macht denn eigentlich dein Anhängerprojekt? Das wollten wir ja eigentlich irgendwann mal machen, ne? Ja. Steht alles schon. Alex hat nämlich ein MKH, ist es ein Moped-Anhänger oder Fahrrad? Ja, ja klar, der 03er halt für die S51. Okay. War doch der 03er, sage ich jetzt was Falsches? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Den richtigen für die S51, so. Genau. Und Elektrik müssen wir, glaube ich, machen, ne? Der wird einmal komplett gemacht, also. Da werden wir uns dann vertrauensvoll an Christian wenden. Ja, der kann das, glaube ich. Elektrik ist halt nicht so unsers, ne? So. Man munkelt. Man munkelt, genau. Okay. Und Hannes kriegt nämlich auch noch einen ganz bestimmten Zylinderkopf, wie ihr seht. Und zwar kriegt er den neuen Zylinderkopf von Schmidt. Und der wiegt nämlich fast 100 Gramm mehr als ein Originaler und ist auch ein ganz kleines bisschen größer, Alex. Kann mir ja mal zeigen. Also ich finde den sehr gut verarbeitet und er sieht optisch auch tatsächlich so aus wie der originale DDR-Kopf. Ne? Eigentlich schön gemacht. Richtig massiv und schwer. Also. Und hat ein bisschen mehr Kühlfläche übrigens. Ja, den kriegst du dann drauf. Das ist okay. Der ist echt gut. So, okay. Die beiden sind jetzt ab. Genau, dann kannst du das Teil jetzt hier einfach rausziehen. Zieh mal raus, die beiden Bautenzüge da oben mit dem Flansch. Nur den Flansch. Den Flansch. Dieses Alu-Teil hier, was da abgeschraubt. Das ganz gerade rausziehen. Genau. Vorsicht, da ist eine Nadel, die darfst du nicht verbiegen. So, und dann können wir das hier hängen lassen. Da müssen wir nicht ran. Und dann kannst du mal den Vergaser jetzt hier öffnen, die Schraube, die Schraube und die Schraube. Der hat nur drei. Genau, den musst du mal ein bisschen auf den Kopf stellen, damit das ausläuft da irgendwie. Und dann gucken wir mal nach, ob der innen drin noch sauber ist. So, jetzt erstmal den Kolben rein. Ne? Haben wir schon 30.000 Mal gemacht. Haben wir schon gemacht, aber du weißt doch. Genau, Hannes. Und wenn du mal einen Kolben einbaust, immer dran denken, dass hier vorne der Pfeil, hier ist ein Pfeil auf dem Kolben, der muss immer zum Auspuff zeigen. Okay. Ne? Sonst gibt es Kolbendesaster. So. Und hier gibt es extra einen Zentrierdorn. Und dieser Zentrierdorn, der ist dafür da, dass du durch diese Schrägen, diese Anlaufscheiben entsprechend dann zentrierst. Okay. Ne? Ohne ist es, geht zwar auch, aber es ist ein bisschen fummelig. Und dafür gibt es diesen Dorn eben. Eine Lappen?
Nee, Lappen? Ja. Ja, Alex. Das Ding ist ja nicht dein Moped, ne? Haben die Jungs nicht gesehen. So. Hä? Was? Nichts, alles gut. Nein, ich habe schon wieder den Lappen vergessen hier. Ach so. Habt ihr eigentlich mal was von Leonie gehört und von dem Kevin? Ach so. Die beide sind ja auch hier. Ja, ich kenne die, aber ich habe jetzt mit denen nicht so viel zu tun. Ich auch nicht. Aber später mit denen zusammen fahren? So, mal schauen. Mal schauen. Und willst du dir eine S51 aufbauen, Marcel, oder willst du dir eine kaufen, die gleich fertig ist? Wahrscheinlich eine kaufen, die gleich fertig ist. Warum? Die ist dann natürlich auch teurer. Ja, das stimmt schon. Frag mal Hannes, was er hierfür bezahlt hat. Nein, nicht verraten. Ja, ja, ich weiß, hatte ich auch nicht vor. Ich weiß es ja eh. Du weißt es? Ja. Ich weiß es auch. Ja, wir sind ja schon drei. Ja. Na, klappt das ohne Brille? Nee. Eigentlich müsstest du das machen, Alex. Ja, die Kamera. Zack. Das klingt gut. So, der ist drin. Und wie sieht's aus? Mach das lieber über der Schale, weil sonst das gleich ausläuft, das Ding. Kriegt mich auch nicht auf. Kriegst nicht auf? Das ist alles so zusammengebappt. Aha. Und wie sieht er aus? Kannst du ja mal in die Kamera zeigen. So. Und was war da für ein Abschlag drin? So ein bisschen. Vertrocknetes Benzin, ne? Altes Öl oder was ist das? So ein bisschen. Das kannst du jetzt mal ein bisschen sauber machen da unten drin. Jetzt hast du hier so ein bisschen. Der steht in der Schale. Jetzt hat Hannes gerade so ein bisschen den Schwimmer verbogen hier, aber das kriegen wir noch hin. Oh. Ja, alles gut. Hinter dir auf der Bank sonst, glaube ich. Ach so, da. Ja, geht noch. Alles gut. Und dann, wenn der sauber ist, dann kannst du den wieder zusammenbauen. Achso, ich wollte noch mal gucken, was für eine Düse drin ist. Soll ich gucken? Kannst du mal gucken, da muss irgendwie eine Nummer draufstehen auf dieser Düse hier, ob du da irgendwas erkennst. An der Seite oder oben drauf. Irgendwo eine Nummer. So eine 70 Ach, oder... 68 steht 68? Ja. Müssen wir gleich noch mal gucken, Alex, ne? Aber ich glaube, bei Bing war es okay. Die sind ja etwas mager abgestimmt. Aber hier, Alex, man merkt richtig, dass das so richtig nach altem Sprit stinkt hier, ne? Der Vergaser, ja. Ja, alles so ein bisschen hier. Das ist doch schon etwas älter. Ganz gut, dass wir den Sprit rausnehmen, genau. Weil irgendwann ist der Sprit auch nicht mehr zündfähig. Weiß gar nicht, Benzin, was ist die Halbwertszeit, sag ich mal, von Benzin? Ja, 2 Jahre, sag ich mal, aber dann ist er raus, ne? Ja, wie lang stand die Karre jetzt? 2 Jahre. Ja. Oder ich glaube sogar fast 3 oder so. Kann Marco ja mal in die Kommentare schreiben. So, Marcel, dann nimm mal den Holzklotz da unter weg, dass wir die mal wieder gerade hinstellen können. Und dann kannst du die Ölablassschraube mal wieder reindrehen. Die Dichtung, die hängt hier noch unter, dann kannst du die lassen. Die haben wir ja damals neu gemacht und dann drehen wir einfach wieder rein die Schraube. So, und so ein bisschen mit Gefühl anziehen, dann ist das okay. Und dann kann Marcel schon mal Getriebeöl dann fertig machen und dann sind wir auch schon fast auf der Zielgeraden, ne Alex? So, und hier, guck mal, Hannes, hier hast du so komische Stifte da, wo die Kolbenringe zusammenstoßen. Siehst du das? Da sind so Stifte im Kolben. Kannst du die sehen? Ja, so minimal. Genau, und da musst du halt darauf achten, dass die Kolbenringe, wenn du die jetzt zusammendrückst und in den Zylinder einführst, dass dann entsprechend diese Stifte in der Mitte sind, da wo der Kolbenring offen ist. Und der andere Stift ist hier auf dieser Seite. Hier ist einer und da ist einer. Ja. Es gibt aber auch Kolben, die haben dann hinten die Stifte. Also immer suchen. Und damit das richtig schön zentriert ist. So, Alex, da würden wir noch ein bisschen Öl reinmachen. Marcel hat den Zylinder schon vorbereitet. Sehr gut. So, entgratet habe ich den jetzt auch schon, Alex. Das war hier, weil die sind ja messerscharf, die Biester, wenn die ab Werk kommen. Pass mal rein, aber ich glaube, das ist ganz okay, ne? Alles wunderbar. Alles wunderbar, so. Was? Den Schlauch? Ja, das kann ich nicht ganz unheimlich. Rutscht mal näher zusammen, ich kriege euch gar nicht alle ins Bild. Hast du denn, Hannes, hast du Sprit mitgebracht? Ja, habe ich hier. Was hast du denn für Sprit genommen? Ultimate, oder? Ja, nee, ganz normal. Diese? Also super. Ja, ja. Ohne Öl ja, aber jetzt? Ja, ohne Öl. Genau, dann müssen wir das auf jeden Fall noch mischen, ne? Dass es da kein Problem gibt? Kein Diesel. Wie viel hast du gekauft? 5 Liter? 5 Liter, ja. Gut, dann kann Marcel da schon mal Öl reinmachen. Was nehmen wir da für Öl?
Speiseöl oder was? Rapsöl. Rapsöl. Viel zu teuer, wir nehmen lieber Alinol. müssen wir erstmal ausrechnen, ne? Das heißt, bei einem Mischungsverhältnis von 1 zu 50, da gibt es so eine ganz tolle App. Ja, ich weiß, die habe ich. Ja, hast du? Dann guck doch mal rein in die App. Kannst du ja mal zeigen in die Kamera, weil die echt cool ist, die App. Obwohl bei 5 Liter weiß man, sind 100 Milliliter, ne? Aber er kann ja mal gucken. Wir nehmen jetzt auch das klassische Öl, MZ405, das ist eigentlich das, was für Simson ist. Ist ein mineralisches Öl, zum Einfahren gar nicht verkehrt. Nach der ersten Tankfüllung würde ich auf teilsynthetisch gehen, aber jetzt zum Anfang ist das völlig in Ordnung. Marcel, hier sind so Teilstriche, wie du siehst, ne? Da ist jetzt 1 Liter drin und jetzt füllst du mal so viel Öl in den Kanister rein, dass der Strich hier, oder mach mal ruhig hier zwischen den beiden Strichen. Ja, dass der ein bisschen mehr Öl am Anfang hat, wenn er einläuft. So, dann stecke ich jetzt erstmal den Zylinder auf. Du musst aufpassen, da ist dieser Vergaserschieber, der hat eine Nut, ne? Ach. Und diese Nut muss dann auch entsprechend, kannst du da mal, nimm mal raus nochmal. Ja. Und aufpassen, dass du diese Nadel hier nicht verbiegst, weil die verbiegt ganz schnell. Hier ist eine Nut drin, da, an der Stelle, siehst du die? Und die muss... Ach, das Ding hier? Genau, die muss hier rein. Und dieses Teil hat auch hier noch so einen Stift, so einen kleinen Kunststoffstift. Und der muss dann hier rein, ne? Und das ist hier gehört das Teil rein von dem kleinen Teil hier. Ja. In den Schlitz, okay? Das muss jetzt ganz vorsichtig einfädeln. Und dieses abgeschrägte Teil hier, was du siehst, das muss immer nach hinten zeigen. Also, so, okay. Ja? So, also quasi hier zu dem blauen Dingsbums da, genau. Sollten wir immer so machen, Alex. Andere Leute arbeiten, ne? Die beiden kommen zum Schrauben und wir filmen nur. Kannst du es sehen? Geh mal her. Ich helfe dir mal. So. Können den erstmal hier rausziehen, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. In der Friemel arbeiten bin ich sowieso nicht so der Beste. Nee? Nee. So, ich bin so ein Grobmotoriker. Eher so der Typ, der Motoren an Fahrräder baut. Ja, ja. Gangschaltung reparieren kann ich nicht mehr, Fahrrad, aber Motor anbauen. Gegenteil von Grobmotoriker? Was war das? Feinmechaniker, ne? So, guck mal, jetzt ist er zusammen. Gib mal die Schrauben her, dann mache ich das mal gleich wieder fest, das Ding hier. Kommt mal wieder Leben in die Bude, ne? Ich bin ja mal gespannt, ob die jetzt einfach so anspringt. Mal schauen. Habt ihr mal die Batterie geprüft? Die ist gar nicht mehr da, glaube ich. Aber da sollten wir auf jeden Fall mal nachgucken. Also geblinkt oder das sowas, heißt aber auch, Batterie nachgucken, der Marco findet den Schlüssel nicht mehr wieder vom Herzkasten. Das heißt, wir müssten mal das Schloss sprengen. Ne? Das war doch auch dieses klassische Nachbauschloss, oder? Ja, genau. Warte mal. Könnte man ja mal versuchen mit dem Schlitzschraubendreher. Ah, alles klar. Geht. Brauchst also gar kein neues Schloss. Hat halt die Mutter hinten nicht fest genug gemacht, ne? Das ganze Schloss gedreht. So, hier, 18.05.16 haben wir damals draufgeschrieben. Und hier siehst du schon, die Zellen sind schon leer, ne? Ja. Das heißt, wir könnten jetzt eins machen, dass wir hier destilliertes Wasser einfüllen. Und dann kannst du sie versuchen, nochmal aufzuladen. Hast du so ein Motorradladegerät? Ja, oder nur für einen Trecker? Nee, für ein Motorrad haben wir nicht. Nur für einen Trecker, das große. Ja. Okay. Sprengst du die Batterie mit? Also, da gucken wir auf jeden Fall nochmal nach. Die wird zwar jetzt erstmal laufen. Aber muss auf jeden Fall, die Zellen müssen vollgefüllt werden mit destilliertem Wasser, ne? Kein normales Leitungswasser, destilliertes Wasser. Machst du es schön, dass das hier zwischen den beiden Strichen ist. Ja, das ist Minimum, das ist Maximum. Und dann Minus, Plus und dann einmal aufladen. So. Ja, pumpenfest. Gib mal her. Gib mal her. Mach du mal. Na ja, klar. Hast du schon unten, ja? Ja. Was soll das denn? So, habt ihr das festgekriegt? Jo, ja. Okay. Mal auf der anderen Seite anfangen, sehr eigentlich, ne? Der Alex hat noch bessere Augen als ich. Was ist das passiert? Das? Ja. Das hat Marco kaputt gemacht mit seinen Schuhen. Ah, kannst du einmal den Kickstarter ein bisschen ziehen? Warte. Ja, so. Dankeschön. Was ist er denn da, ist er? Ja, mit den Gussringen, ne? Ist nicht so schön einfach wie mit den Stahlringen. Ne? Ich weiß nicht, ich finde das tatsächlich mit den Gussringen sogar einfacher. Echt? Ja. Nummer eins. Das ist immer richtig fummelig.
Hannes. Und man bricht auch ganz schnell diese Gussringe ab. Ja, wenn, muss man echt aufpassen. Wenn du den ersten Ring ein bisschen hängt, dann drückst du da voll drauf und dann schießt du auf den zweiten, dann ist er ab. Mhm. Ja. So, jetzt sieht's gut aus. Danke, Alex. Ja. So, bitteschön. Nee, Moment. So, okay. Weißt du, an was mich dieses T-Shirt erinnert, was du anhast? Und was? Sieht man fast jeden Abend in der Tagesschau. Oh. Ja, ich weiß schon. Von Herrn Zelensky, genau. Kriegt das auch immer. Ich wusste doch, du bist pro Ukraine. Ja. So, okay. Jetzt erstmal den Vergaser wieder drauf machen. Dann kann Marcel nämlich schon mal den Spritschlauch wieder anschließen gleich. An den Tank. Und dann kannst du auch, wenn du magst, musst mal da hinten in den Blechraum gehen. Da ist ein blauer Trichter, wenn du reingehst, rechts, links. Und dann kannst du eigentlich auch schon mal Sprit reinmachen, wenn du magst. Hannes, du kannst jetzt mal hier die Schraube bitte anziehen von dem Vergaserstutzen. Genau, auch ein bisschen mit Gefühl. Und dann diesen Gummistutzen hier wieder zwischenmachen. Ne? So, jetzt machen wir hier noch den Kopf drauf. Warum muss denn der? Da streiten sich die Gelehrten drüber. Also manche machen so, manche so. Ich mache immer hier die dicke Sicke hier nach hinten, aber ich glaube, es ist völlig wurscht. Achso, warte, die Pommes müssen erstmal noch rein hier. Das klingt ist da, wofür so die schön. Sind, diese Teile? Nö. Kennt ihr noch vom Zahnarzt hier? Aber da sind die weiß. Kennst du die, Alex? Wisst ihr nicht, wofür die sind? Doch, zum Trocknen vom Mund, damit die Spucke da nicht rankommt. Ja, aber die jetzt hier vom Zylinder, meine ich. Nee, hey, keine Ahnung, tatsächlich. Keine Ahnung, könnt ihr euch nicht vorstellen? Ja. Das ist doch Gummi. Ja. Ne? Und das wird jetzt mit dem Zylinderkopf zusammengedrückt. Und dann soll das quasi hier diese hör mal, diese Geräusche vom Zylinder, wenn der nachher läuft, soll das so ein bisschen die Geräusche kompensieren. Obwohl manche lassen die auch einfach weg. Und dann ist der Zylinder nicht ganz so laut. So. Ja, ist ein bisschen enger mit Enduro-Streben da, ne? Ja. Mit Motorverstärkung. Ja. Ja, und hier bist du schon gut drauf. Super. Ja, perfekt. Und jetzt, manchmal muss man dann so ein bisschen mit dem Schraubendreher hier nochmal bei und das so rüberziehen. So, ich bin drauf jetzt. Ja, da muss er nach oben. Zack. Ja, genau. Gib dem Affen Zucker hier. Das sieht aber umständlich aus, das da oben auf dem Tisch zu machen jetzt. Jetzt kann er raufklettern. Mach mal, kannst du dich ruhig raufstellen. Wir nehmen das runter. Nicht, dass der Tisch noch bricht. Nein, der hält mich sogar aus. Das will was heißen. Hält. So, Hannes, dann können die Schrauben jetzt hier wieder rauf. Moin. Und die ziehen wir dann auch gleich mit einem Drehmomentschlüssel an. Das ist wichtig. Mhm. Jetzt nicht kleckern. Genau, nicht kleckern. Na, ich bin ja mal gespannt. Wir müssen noch eine Wette abschließen, beim wievielten Kick das Ding anspricht. Ich sage nach dem 9. Direkt so lange gestanden? Ja, beim ersten. Genau. Beim ersten direkt. Du sagst beim ersten. Und du? Ja, ich sag beim 10. Wie viel? Beim 10. 10. Du, Alex? Puh. Da war ganz schön viel Mac-Stuff drauf. Das könnte ein bisschen kleben. Also du sagst echt beim ersten, ja? Nee, lieber beim 5. Beim 5. Okay, 5, 9, 10, 8. 8, okay. Wir sind ja relativ dicht beieinander. Soll ich jetzt 32 sagen? Ja, ist gut, ist wahrscheinlich jetzt, gewinnst du noch damit. Jetzt gewinne ich bei allem, was über ist. So. Na, so schlau war ich nicht. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dir eine Simson zu kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Hat dich Marcel überredet? Oder? Nee, ich es wäre eher andersrum. Ich muss ja Marcel überreden. Also, wir haben ja mit dieser Fahrradschrauberei angefangen. Und dann bin ich ja so zum Schrauben gekommen. Und dann haben wir uns ja irgendwann diesen 80-Kubik-Motor fürs Fahrrad da bestellt. Und dann habe ich irgendwie die Lust darauf bekommen, weil mir das eigentlich Spaß gemacht hat. Und dann dachte ich erst so eine Mofa und dann dachte ich aber irgendwann so, ja, 25 ist ja auf der Dauer auch irgendwie langweilig. Ja. Und dann hatte ich so gedacht, so ein Roller, nee, habe ich aber eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann bin ich halt irgendwie bei Simson gelandet. Und dann habe ich mich da weiter mit beschäftigt und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Wäre ja auch schade, wenn ich mit einer Mofa die Mädchen auf dem Fahrrad überholen. Ja.
Ja. Und dann hast du dir gedacht, ich kaufe mir eine Simson. Ja, bin ich dann irgendwie so zugekommen und dann habe ich mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und dachte, eigentlich. Warum nicht? Warum nicht, genau. Und der Vorteil, du darfst 60 fahren. Ja, das war auch. Ich wollte gerade sagen, warum 45 fahren, wenn man 60 fahren kann? Ja, genau. Er hätte sich ja auch einen Plastikroller kaufen können. In China, ne? Hier, die Kerze. Ich mache dir noch mal eine neue Zündkerze rein. Wolltest du nicht erstmal Quetschmaß? Wollen wir? Hast du schon mit dem Drehmoment nachgezogen? Nee, auch noch nicht. Siehst du. Bringen mich völlig durcheinander, die Jugend hier. Ja, ja, ja. Warte mal, was könntest du denn jetzt mal machen? Du könntest mal den Auspuff anschrauben. Das kriege ich nicht. Das wäre mal. Vielleicht hilft dir Marcel, kannst da mal rumlaufen. Als erstes dieses Teil hier draufschrauben. Mhm. Ne? Da dran. Jo. Und dann die Dichtung hier drauflegen. Mhm. Und dann das Ding hochschieben und da reinschrauben. Okay. Und das müssen wir dann gleich, das mache ich aber gleich. Das Teil müssen wir gleich relativ fest hier an den Zylinder anschrauben. Ja. Aber wenn du es zu fest machst, dann kann dieses Ding da auch abreißen. Außer du sagst, du kannst das, dann gucke ich nicht nach. Ja. Ich will mich mal überschätzen. Ziehen wir nachher auch nochmal nach, Alex, ne? Alles ganz frisch ist hier. Okay. So, jetzt die Dichtung da drauf, alles rein und dann verschrauben. Hast du alle festgezogen gehabt? Ich habe nicht darauf geachtet. Ja, das ist fest alles. Lützen. Ach ja, Mensch. Ach, Alex. Was würdest du ohne mich machen? Ja, das sage ich dir. Hatte auch einen schweren Abend gestern. So. Einmal messen. Daran. Wie kommt das jetzt daran? 1,14 finde ich gut für ein Original. Oder? Kann man so lassen. Wir ziehen nachher eh noch mal den Zylinderkopf nach, Alex, und dann wird das noch ein bisschen weniger werden. Wie kommt das Teil jetzt daran? Ah, jetzt genau. Habe ich verstanden. Hast du die Dichtung zwischen? Ja, Dichtung ist zwischen. Genau. Sauber ansetzen und dann erstmal mit der Hand, soweit es geht, und dann die Zange. Das ist eigentlich auch nicht die originale Verschraubung. Normalerweise hast du so einen Überwurf, okay, den du direkt auf den Zylinder schraubst. Ne? Aber die ist eigentlich relativ gut, Alex. Ne? Ich finde sie auch gut. Ja, seitdem ist sie dicht. Hattest du die Ölablassschraube wieder angezogen, Marcel? Ja. War die fest? Ich glaube schon. Ja, perfekt. Gut, dann kannst du mal das Getriebeöl aufmachen. Und dann kommen hier... Mach mal 350 erstmal rein und dann kontrollieren wir das mal. Genau. Das kannst du dann hier in die Dose kippen. Wo ist die? In die Büchse hier? Genau. Machst du erstmal 350. Eigentlich gehören 400 rein, aber es ist immer noch ein bisschen Altes drin und sonst wird das am Ende zu viel und dann läuft es ja drüben aus der Getriebeseite raus. Ne? Also 350, die Schraube aufmachen und dann kannst du es da vorsichtig reingießen. Ja? Jetzt noch mit der Zange. Oder? Soll ich nochmal machen? Ja. Nee. Ja, die kann man ja hier verstellen, ne? Und dann passt das. Hältst du mal das Moped fest? So, okay. Das sieht gut aus. So, Alex. Getriebeöl noch rein. Auspuff ist dran. Kerze wäre schön. Ja, komm. Jetzt darfst du sie reinschrauben. Und dann können wir loslegen, ne? Ich bin gespannt. Ich auch. So. Kommt dann nach 50 oder 100 Kilometern noch mal zum Kopf nachziehen vorbei, ne? Ne, das mache ich gleich noch mal. Wenn die ein bisschen gelaufen ist, ziehe ich noch einmal nach und dann irgendwann tatsächlich auch noch mal. Gut. Alles fest? Genau. Super. Dann können wir jetzt Getriebeöl einfüllen. Wo ist der große Schraubendreher? Ja. Da musst du mal ein bisschen aufpassen, das ist nur Plastik und das geht ganz schnell kaputt. Also so ein bisschen mit Gefühl so. Linksrum, genau. Mit Gefühl. Siehst du? Ne? Das meine ich. Geht? Man rutscht eher raus, finde ich. Ja, muss ein bisschen mit Gefühl, das ist... Difficult. Ah, fest? Ja, er kriegt eine neue Schraube.
Die sitzt so fest, siehst du, und dann sieht die nämlich so aus dann. Gibt es auch aus Alu, ne? Gibt es auch aus Alu, ja. Möchtest du eine aus Alu haben? Ja, weiß ich nicht. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Das Genörgel hört keiner. Er kann keine kriegen aus Alu. Hast du keine? Nee. Ach, nur ja, dann. Ist der Reue? Genau. 350, ne? Ja. Genau. Und dann drehen wir am Ende dann hier nochmal die Schraube auf, Hannes. Diese hier. Ja. Guck mal. Nicht die, sondern die. Ja. Und dann gucken wir, ob da Öl rausläuft. Und wenn da Öl rausläuft, dann ist der Füllstand genau richtig. Ne? Ja. Wie ein Ölschrauben beim Kompressor, ne? Oh. Marcel, ich würde es rein tröpfeln lassen. Naja, macht das schon. Alles gut. Nicht wackeln. Also ich habe damals nicht so viel Ahnung gehabt wie die beiden. Haben wir heute noch nicht, ne? So, Alex, die Jugend braucht eine kurze Pause. Jetzt geht weiter. Genau. So, jetzt kontrollieren wir auf jeden Fall, Hannes, nochmal den Ölstand. Du hast ja jetzt Öl, oder ihr habt ja jetzt Öl eingefüllt. Und die Schraube drehst du jetzt nochmal raus und dann gucken wir nach, wenn da entsprechend Öl rausläuft, dann ist der Füllstand okay. Und wenn da Öl rausläuft, kann dann auch gleich der Stopfen oben rein und dann sind wir fertig. Marcel, du kannst ja alles schon mal, wenn du Bock hast, runterpacken. Dann können wir gleich das Moped dann... Ja. Kommt Öl? Öl kommt. Dann ist gut. Machst du wieder rein. Dann ist alles schicki. Genau, machst du wieder rein. Dann kann hier auch der Deckel wieder drauf. So, was hatten wir gesagt? 5, 9, nee, 5, 8, 9, 10 Keks, ne? Was habe ich gesagt? 9. 9. Genau. So, genau, die ziehst du auch noch an. Ein bisschen mit Gefühl. Mhm, sonst ist sie gleich wieder kaputt. Gut, reicht. Okay, so, dann kann die Maschine runter. Dann nehmen wir das ganze Werkzeug hier weg. Mal schauen. So, wollt ihr? Oder? Ah, ja. So, erstmal abbauen, komm her. So. Ich fasse hinten wieder an, ihr beide vorne. Okay, so, jetzt bin ich gespannt. So, wie starten wir die jetzt? Also hast du eine Ahnung? Ja, erstmal müssen wir doch hier den Schok. Den Schok, ja, genau. Einmal den, rüberziehen. Genau, richtig. Und dann ankriegen oder fehlen. Nee, dann erstmal die Zündung anmachen. Ah, ja. Auf Stufe 1 wäre oh, ohne Licht, Stufe 2 ist dann mit Fahrlicht. Ja, machen wir mal. Benzin wäre ganz gut. Benzin auch? Ja, stimmt. Nach unten, ja, und wenn du dann noch eine Viertelumdrehung weiterdrehen würdest, hättest du Reserve. Ja, ne? So, was müssen wir noch machen? Ist hier noch was? Treten. Ja, okay. Dann los. Wir zählen mit, Alex. Wir gucken. Achso, und ob ein Gang drin ist, das solltest du vielleicht nochmal prüfen. Ja. Einmal gucken. So, da ist neutral, ne? Und jetzt einfach nur noch kicken. Okay. Jetzt nicht. Einfach nur kicken, genau. Du hast Glück, dass du einen Bing-Vergaser hast, weil du springen die extrem gut an. Eigentlich. Eigentlich sollte man die auch nicht auf dem Ständer ankicken, aber mach mal ruhig. Wir haben gar nicht mitgezählt, ne? Ich 8. Also hast du mitgezählt? Ich glaube 8 sind. 8, okay. Jetzt müssen wir anspringen. Ich glaube, wir haben alle verloren, ne? 12. Soll ich mal machen, bevor die absäuft? Mach. Den Schock mal. Anschieben, Alex? Tja. Ich glaube, es ist am besten. Mal gucken, dass er mal die ersten Meter kriegt. Alex! Ich fahr mal einmal am Block. Jo. Bis gleich. Bis gleich. We'll be right back.
Tankgas ist noch ein bisschen hoch, aber läuft gut. Oh. Hast rein. Hat auch schön Kraft. Also hast wahrscheinlich einen Zylinder erwischt, der so ein bisschen besser ist als die normale. Aber mich doch nicht mit dem Fahrrad. Ja, okay. Dann haben wir es, ne? Würde ich sagen. Ja, Alex? Geht's ganz einfach. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall ein unfallfreies nächstes Jahr. Wünsche ich mir auch. Wünsche ich mir auch, wie der andere Arm auch noch so aussieht. Ja, okay. Blöd. Bis denn. Ciao. Tschüss. Ciao.